Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntagmittag zusammen mit dem Sebi und dem Philipp. Einen wunderschönen. Moin. Moin. So, Sebi hat schon ein paar Ballen verkauft. Euch allen, vielleicht seht ihr ja unter Essen. Ja, wahrscheinlich, weil es ist Punkt 12. Also auf jeden Fall bei den meisten die Essenszeit, ne? So, gleich kommt Geld rein, Leute. Geil. Sebi ist auch noch nebenbei am Ball. Oh Gott. Okay. Warte, ich drück I. Es kommt Geld rein. Ja. Oh, der drasselt so Alter, schön. Wir knacken easy die 200k. Ja. Ich wechsel dann schon mal. Es war, glaube ich, an deine Dose. Ja, nur meine. Ich hab gewechselt. Jetzt hat sich bis jetzt noch keiner ergeben, den Varitron abzutanken. Du stehst dann 150.000 überweisen. Ja, kann ich gleich machen. So, warte mal hier. Okay, dann hoffe ich überweisen. 150.000 waren's, ne? 150.000 überweisen. So, wartet mal. Perfekt. Wir sind krediten bzw. schuldenfrei. Wir haben knapp 2 Stunden nachher wieder drauf. Nix, was? Ja, wir haben knapp. Alter. Wir haben jetzt 250k aufgenommen. 2 Stunden später alles wird zurückgezahlt. Eine, zwei. Und war das? Ne, es war glaube ich schon halb. Es war. Ich glaube sogar eine Viertelstunde plus oder eineinhalb Stunden. Ja, irgendwie sowas. Also wir haben es schnell geschafft, sagen wir so. Mhm. Also ich glaube die Bank will uns Geld schenken. Mann! Weil jeder so schnell gearbeitet hat. So. Was soll ich jetzt machen, Leute? Bist du mit Ballen? Du kannst abtanken, ja, der war doch ernst. Theoretisch könntest du gleich drinnen hocken und den Motor laufen lassen und einfach immer hier nebenher fahren. Und wenn du voll bist, einfach wegfahren. Kannst du die S-Power ausmachen? Was für ein Ding? Ich wäsche, was er meint. Soll ich den Bauern ausmachen? Ich hab's nicht mal verstanden. Ihr irgendwas von aus. Ausmachen, verstanden. Wie zum. Kann man das mal kurz jemand erklären? Denn. Fipsi, komm mal ganz kurz zu, steig mal kurz in mein Fenster ein. Ich mag auch da kommen. Ich komm dazu. Wie? Ging das? Komm mal, steig mal. Nix, aber. Komm mal kurz her. Welches Fahrzeug soll ich dann zum Abfahren nehmen? Ich bin hier lang gefahren. Da war hier der Bordstein. Da bin ich mit meinem relativ großen Reifen drauf gefahren. Bin ich vielleicht ein bisschen weggeflogen, ne? Warte, das will ich sehen. Warte. Ja, du hast Zeit, ich mache einen Screenshot davon. Ja, gut, ne? Kann man, muss man aber nicht. Ich hänge nicht mehr lang. Warte, jetzt sollen wir uns weiter hinschieben. Sollen wir uns vielleicht auf das Spiel geh drauf, Flo. Hier. Geh drauf. Und dann beug dich. Das ist auch ein cooler Blick. So. Da oben. Und dann bück. Ja, jetzt hab ich auch ein Bild gemacht. Ich muss das einfach machen. Oh, ich mach noch eins, da kann ich mir raussuchen dann. So, passt. Warte. Leute, mit einem Polizeiauto. Nee. Der wurde erst den Unfall aufnimmt. Ja, der ist für einen realistischen Projekt. Okay, aber nicht. Ach ja, nicht. Läuft die Aufnahme noch? Die Aufnahme läuft noch. Der Fan steht frei. Hey, wo soll ich jetzt abfahren, Leute? Den Kartoffel lernt er. Mit dem LKW, oder? Ja, da steht am Okay. Oh Gott. Nee, mit dem Auto, weißt. Ja. Ja, mit dem Auto, verarschen. Alter, man hat's gerade übelst gemerkt, wenn zwei Leute gleichzeitig tappen. Echt? Ja. Geil. Was? Schadenfroh. Alter, ich muss jetzt gucken, dass ich von jedem Bordstein wegbleibe, oder? Kennt ihr den Spruch? Ach, da kommt das wieder. Das L in Mr. Ferguson steht für Leistung. Das L in Fan steht auch für Leistung. Alter.
Post. Der Kartoffellande wird abgetankt, wunderbar. LKW wird noch ein Update blockiert. Ich habe mit Absicht blockiert, dass er nicht droht. Wieso? Weil ich nicht, oder sowas? Nee. Weil ich nicht neben vorbeifahren will. Der hält doch wieder. Egal. Er ist eigentlich stehen geblieben, bis er leer ist, aber gut. Oh, toll. Leute. Bis ich das gecheckt habe, dass er wirklich stehen geblieben ist. So. Also jetzt immer warten, bis er voll ist und dann abladen, oder? Ja, genau. Und dann kann ich eigentlich einfach einen LKW ranstellen und dann ist es eigentlich wieder gut, weil er bleibt dann so lange stehen, bis er leer ist und dann fährt er wieder weiter. Oh, das sind sogar noch 6000 Liter drin. Und was soll ich machen, wenn der LKW voll ist? Abfahren. Wohin? Ist eigentlich die logische Denkweise. Bauer Knolle, der ist irgendwo ganz hinten. Guck einfach auf die Karte. Ich schau einfach, wo es das beste Geld gibt. Nein. Das ist eine Mission. Ganz nebenbei, aber gut. Das ist eine Mission. Sebi. Oh, wir haben die 50%. Säugenkalle. Ja, genau. Ja, der ist. Beim Bauer Knoll, was? Ganz hinten. War das Sebi da überhaupt schon jemals da hinten? Ich glaube nicht, ne? Nein. Aber da fahre ich schon ein Stück. Du hast schon LKW, also. Was machst du, Flo? Dreschen. Hier, du tust dreschen, du tust Zuckerrüben ernten und ich warte, bis ich Kartoffeln laden kann. Hier macht irgendwie alle was Cooles und ich muss warten. Du kannst auch dreschen, wenn du willst. Nein, danke. Der Johnny ist frei. Lieber. Der Johnny ist frei. Johnny Drescher. Ich warte lieber. Sobald es heißt Johnny, heißt es gleich, ich warte. Du kannst auch die Zuckerrüben machen, ja, also. Ja, du kannst auch Käse fahren, wenn du magst. Immer Kartoffeln, ich mag MN fahren. Du kannst ja dann schon abfahren, aber dann muss schon mal wieder was Produktives machen. Ja. Aber abtanken. Im LKW sitzen, also abtanken ist nicht so produktiv, aber gut. Ja, warte doch mal, bis der losfahren ist, bis wir angefangen haben. Ey, das ist feig. Kranker Schnitt, ne? Ich könnte ja auch meine Rückwärtsfahrskills ein bisschen verbessern mit dem LK. Mit der Zugmaschine kann ich ja meine Rückwärtsfahrskills verbessern. Ich auf dem Acker, du musst eigentlich rückwärts fahren. Ja, außer wenn es leckt. Also ich fahr ganz gern rückwärts. Ja gut. Haben wir noch irgendein Feld, wo irgendwas drauf ist, wo man mit einem normalen Schneidwerk dreschen kann? Oder ernten kann? Nee, ne? Feld 6. Ne, Feld 6 sind Sonnenblumen drauf. Da brauche ich auch das Maisgebiss. Okay, gut. Dann nichts. Neuer Titel. Ich glaube, ich weiß langsam irgendwann mal dein Videotitel. Von mir? Warum wir den Helfer feuern sollen. Also bis jetzt macht er die Arbeit eins auch. Wenn ich dich sehe, ja. Du passt gegen den Baum. Ich sehe das. Werfen doch. Er macht auch mal Spaß haben mit Bäumen. Mit den Bäumchen. Er gibt keine Fehlermeldungen, er macht seine Arbeit also. Solange er keine Fehlermeldungen gibt, hat er Glück. Hat er bis jetzt noch nie. So, hier bleibe ich stehen. Ich muss mit vor. Außer du magst mit ihm irgendwas, was ihn nicht so. Was er nicht so gerne mag, dann. Zum Beispiel auf seiner Spur stehen? Ja. Also ich stehe knapp neben seiner Spur, denkst du, der nimmt mich als blockieren? Wenn du. Warte mal, wo steht er denn? Der ist gerade am Fahren. Da steht er. Ich glaube, da stehe ich mit dem LKW dran. Ich glaube, er könnte anhalten und denken, du willst ihn abtanken. Also ja, ich würde sagen, er. Bleibt stehen, weil du zu nah dran bist, meines Erachtens. Bleibt der beim Hänger stehen zum Abladen oder normalerweise bleibt stehen, schon. Ja, das werde ich ja dann sehen, wenn er da ist. Gut. Deswegen tu mal gleich Rückwärtsgang rein, falls der will, dass als ich im Weg stehe, dann fahre ich noch schon rückwärts. So.
Schauen wir nochmal die restlichen Sojabohnen hier ab. 10.000 Liter, aber gibt noch mal ein bisschen was, ne? Und er ist leer, wunderbar. Schnell wieder rausklappen. Ja, wie voll ist unser Kartoffelernter? 28%. Aus der 20% steht doch oben dran. Ist vielleicht im Vorteil, wenn man liest. Ja. Liest. Ja, der lesen kann ist gleich im Vorteil. So, passt. Mann! Was gibt's denn? Probleme mit den Zuckerrüben. Alter, die Lenkung. Jo, die ist gerade sowas von dem Arsch. Ah, oh, jetzt gibt's wieder. Wo soll ich? Nicht auf. Nur kurz was auf Discord schaut. Oh, ich glaube, ich muss doch abhauen. Ich bin zu nah. Ich glaube, ich bin ihm zu nah. Ja. Jetzt passt. Jetzt kann ich abladen. Na, jetzt zieht er mich nicht als Blockierung. Jetzt ist er einfach wieder mir am Hänger. Ernsthaft! Was machst du denn mit dem? Alter, er schlägt gerade richtig doll, ne? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, ich weiß, dass ich hier den Nenni. So, abladen. Abladen. So, ich fahr mal wieder weg, die Zuckerrüben. Der legt mich auf, ich warte, bis er voll ist. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt irgendwas anderes zu machen? Ja, dreschen. Nein, ich meine was. Ich meine was, wo ich einfach gehen kann, wenn der Helfer voll ist. Dreschen. Ja. Was machst dann du? Wir haben noch einen zweiten Drescher. Krieg ich vielleicht die Klasse? Nein. Oh. Habt ihr denn gegen den Johnny Drescher? Es heißt Leben in der Lage. Noch nie gehört? Den kapiere ich selbst nicht. Oh Mann, der kommt vom Militär, aber gut. Ach, jetzt weiß ich was. Passend, nicht passend gemacht. Ja, wir machen keinen Mist. Ich sollte das jetzt dreschen. Ja, wieso? Ja. Gut, dann will ich gleich weiter dreschen. Ich hab das nämlich schon. Ihr habt das nämlich schon angefangen. Dann muss ja irgendeiner das ja mal wieder weitermachen. Ja, das hätte ich weitergemacht, wenn die Zuckerrüben nicht reif gewesen wären. Ja. Das ist mein Job. Wieso wasch ich eigentlich den Drescher? Dann muss ich gleich wieder in den Einsatz. So. Das ist die Frage. Ist jetzt eigentlich der Unimog leer? Normalerweise schon. Also benzintechnisch oder? Dieseltechnisch. Ich glaube nicht. Ne, er hat noch 11,2 Liter drin gehabt, die reichen noch eine Weile. Du kennst es von dem Betrag. Das reicht noch eine gute Weile. Ja gut, bei 4 ging's ganz schön steil bergab. Ja. So. Du kannst gerne rein. Du hast gerade gegen sein Mikro gedonnert. Ja, das war ich. Okay. Wenn also halt so, dein Mikro haut man nicht auf den Tisch. Ich hab's nicht auf den Tisch gehauen, ich bin bloß leicht rangekommen. Mit dem Mund. Okay. Mit der Zunge. Nee, mit dem Arm. Okay, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Wenn man schnell lenkt, kann das mal passieren. Oh ne, wieso will ich das da reinquetschen? Ich glaube, ich mach das. Alter, ich habe eine Schnacke in meinem Zimmer. Oh nein! Ich habe eine Motte in meinem Zimmer! Eine Motte? Ja. Leg doch so einen Mottenbeutel aus. Ja, ich soll meine Unterhose mal aussortieren. Ach du Scheiße! Ja. War nur ein Spaß, ich weiß, wo die herkommen. Ey. Ich glaube, von meinen alten Socken kommen die. Oh Gott.
Ich glaube nicht, dass sie da noch leben werden. Ja. Bei beiden nicht. Nicht mehr lange leben. Warte mal, der Schneider geht ja am Händler. Oh nein. Alter. Mann. Geh doch nicht. Junge. Ihr seid hier rum, ja, aber nur lächerlich am Baum. kenn ich. So, Auto, kommt keins, wunderbar. Ach, ich kann mal rausfahren, ohne dass ein Auto entgegenkommt. Das ist immer was Neues. Ich muss Abstand von der Kante halten. Ich habe mit der schlechte Erfahrungen gemacht. Hat man gesehen. Was ist denn da? Irgendwas ist da. Ich bin jetzt so gut wie mitten auf der Straße gefahren und bin trotzdem hängen geblieben. Das war doch vorher. Schon wieder? Nee, ich bin noch gestanden. Ich stehe noch mit dem Dresch, ich bin ja schon. Ja, das ist bei mir auch so bei meinem Johnny, komischerweise. Also entweder ist da die. Alle Kanten sind abgeflacht, bis auf die eine da. Ist das jetzt der zweite? Nee, wir aber auch so. Ich hab ein Headset zwischenteil und es fliegt mir die ganze Zeit runter. Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt kommt es woanders. Ja, ich glaube, ich hab's gerade schon angehört. Kann man mit dem 12 Meter Maisgebiss normal auf der Straße fahren, ja, ne? Eigentlich bräuchte man Schneidwerkswagen. Psst, geht keiner mit. Aber in LS geht das schon. Warte mal, ist Sebi jetzt am Dreschen? Und in echt? Ja, ist er. Gut. Das heißt, ich bräuchte meine Schneidwerkswagen. Wenn man breite fährt, muss man normalerweise so Rundumleuchten anmachen. Und Umleuchten habe ich auch, sobald ich auf der Straße fahre. Die muss man beim Mähdrescher so oder so anhaben, aber Kopf hoch. Bitte fahr rechts. Ja. Du fährst auch rechts. Wunderbar. Kommt jetzt an irgendein Auto? Ja, da kommt noch ein Auto. Jungs, was habt ihr denn mal gemacht? Hier ist ja komplette Kolonne. Jetzt hat er aber, oder? Ich hab nichts gemacht, ne? Ja, irgendwer. Jetzt beschleunige, Drescher, beschleunige. Wir müssen nach vorne kommen. Egal, der Hilfe ist voll. Ich tank gleich ab. Ja, und dann kann ich glaube ich auch abfahren. Feld 4. Oh, ich glaube, es kommt kein Auto. Ansonsten, ich habe jetzt Möglichkeiten auszuweichen. Oh Gott. Alles gut. Da vorne ist eine Kurve. Auf die habe ich keinen Bock. Och man, wer hat denn den Johnny dahin gestellt, ne? Da muss ich jetzt umdrehen, ne? Oh. Welchen ich Johnny hat Spaß. Gewohnt, ja. Meinst du, yeah. Dein Traktor? Ja. Kommt noch. Oh, also, dein Traktor habe ich gerade in den Fingern gehabt. Ich hoffe, ich kann wieder rausfahren. Hallo? Na. Oh, Mist, meine Dose Gott. Ist fast leer. Hallo? Wenn meine Dose fast leer ist, bekomme ich schlechte Laune. Mega leck. Ah, du Scheiße. Bei mir leckt es gerade auch ein bisschen ab. Ich komm. Oh. Alter, was ist hier los? Ja, wo hänge ich denn jetzt? Ist er da? Alter. Junge. Können wir mal einen Mod mit reinnehmen? Den habe ich letztes Mal gesehen. Das sieht richtig gut aus. Was für ein Mod? So ein Fliegeranhänger. Welchen denn? Tandem? Ich bin so auf einem von dem Modder auf dem Discord-Server. Der hat einen von seinen Mods zum Download gegeben. Ach, den kenne ich, glaube ich. Meinst du? Ach ja, wir wollten noch einen zweiten. Ist aber kein Sattel, soweit ich weiß. Du weißt ja, der B3 ist, gell? Ja. Der hat den gemacht. Ja. Das ist aber einer zum Anhängen normal, nur für den Traktor, oder? Soweit ich weiß. Ja, ich würde ihn schon nehmen. Aber ein Auflieger ist auch schon ganz schön. Aber mit einer Dreiachs-Zugmaschine. Aber ich muss sagen, wir können ihn. Flo? Ja, was ist? Wir können den Tandemflegel wieder runterschmeißen. Wieso? Die haben beide gleich viel jetzt? Kapazität, ja. Oh nee, du. Und ich finde den Tridem dann auch schöner, also. Man kann die Füllmengen auch erhöhen. Nein. Ja. Doch. Aber nicht auf legale Weise. Wieso? Ja. Ist ja Privatumbau. Ja, aber nein. Klar, kannst du dem 100.000 Liter geben oder so, aber
Ja. Macht man normalerweise nicht. Hast du wieder Werner was? ja. Ich hatte letztens was gesehen. Da hat Fliege sein neues Fahrzeug vorgestellt. Habt ihr das auch gesehen? Ich glaube ja. Kurz nach Ausschluss. Ich glaube, das war einer von denen seinen paar. Ich glaube, es hier waren war das. Ja, dann habe ich ihn gesehen. Ja, ich auch. Ja. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der Knollig. Ach, ich fahre jetzt mal schnell den Fendt ab. Beziehungsweise Fendt weg vom Feld. Ich glaube, die haben noch ein bisschen was anderes als wie nur Dreschen gesehen. Wo ist er denn? Da war er. So, passt. Soll ich ihn muten, wenn ich ausraste? Ja, wäre nicht schlecht. Keine Sorge, ich raste noch nicht aus. Aber wenn ich mich wieder verfahre, wenn ich schon einmal beim... Ich dachte mir schon, du bist immer noch voll. Ja, gut. Ja, ich bin immer noch voll. Bist du hinten? Oder warte mal. Denkst du, ich weiß, wo der ist? Ja, du bist ganz links. Ja, jetzt darf ich noch ein bisschen rückwärts fahren. Bitte komm jetzt her. Ja, stopp. Ich will mich jetzt nicht planieren. Bei deinen Zuschauern. Es ist kein Drehschirm, den kann man easy zurückschieben. Außer wenn man mit 10 km/h über 10 km/h rückwärts fährt. Aber langsam kein Bock mehr, ne? Was gibt's denn für Probleme? Dieses Scheißteil ist so oft voll. Ja. Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, wir mieten uns einen Schöpffahrer. Nee, ich mach das jetzt und dann kaufe ich uns einen. Aber dann müssen wir es öfters machen. Ja, man also muss sagen, es lohnt sich eigentlich schon, weil es gibt wirklich gut Geld. Also 450 und da geht auch richtig gut runter. Also wollt ihr euch jetzt ernsthaft den Holmer holen? Ja. Ah, jetzt bin ich angekommen. Oh Gott. Sorry, ich bin vielleicht getappt, was? Hat man nicht gemerkt, nee. Oh, kommt Money hier rein. Nee, kommt nicht. Ganz nebenbei. Das ist immer noch eine Mission, Sebi. 51% hat auch gar nicht lang gedauert oder so. Nein. Oh Scheiße. 53%. So. Aber ich mach gleich Geld. Wir sind zwar eigentlich mit der Folge schon fertig, aber ich will das noch verkaufen. Ja. Wie sieht's hier aus? Euer geht voran. Geht voran. Ich hab keine Lust mehr abzufahren. Ich glaube, ich bin doch lieber besser fürs Dreschen da. Ja. Dann übernehme ich und der Flipsi das Abfahren des Kartoffelendes. Mir geht mich nervt das schon. Soll ich euch. Ich stelle euch den LKW wieder ans Feld. Ja. Mach doch. So. Es kommt Geld rein in 3. 2, 1, jetzt kommt's Geld. Aha! Und wir bekommen Geld und wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken, denn wir sind für heute auch schon fertig wieder, liebe Leute. Der Sonntag ist geschafft und wir sehen uns am Mittwoch. Jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch. Ein Däumchen, wer ein Träumchen kostet auch keinen Cent. Den roten Knopf unten grau färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung bei Sebi vorbei. Ja, das war's von mir. Ja, und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntagmittag. Genießt ihn mit euren Familien, mit euren Freunden, mit was auch immer. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade im LS19. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.